Flächeninhalt Trapez. Das Trapez hat zwei parallele Seiten. Das ist seine Grundvoraussetzung. Und ich habe hier extra eins gewählt, wo natürlich die Seiten parallel sind, aber die anderen beiden Seiten, die eine ein bisschen deutlich schräger und die andere ein bisschen steiler geht, damit es also ein ganz unregelmäßiges Trapez ist. So, und damit wir wieder was daraus machen können, sind das hier zwei Trapeze. Das eine drehe ich jetzt rum und lege es mit derselben Seite, die das erste hier auch hat, genau da dran. Und was wir jetzt sehen, wenn wir zwei gleiche Trapeze haben, dann entsteht aus den zwei gleichen Trapezen, wenn wir sie aneinander legen, ein Parallelogramm. Und für das Parallelogramm kennen manche schon die Formel für den Flächeninhalt. Wenn nicht, guck dir an dieser Stelle bitte mein Video Flächeninhalt Parallelogramm an und dann wirst du, wenn du das angesehen hast, gleich verstehen, wie der Flächeninhalt von einem Trapez zu berechnen ist. Was wir brauchen beim Trapez sind die Längen der beiden, ja, parallelen Seiten. Diese untere Seite und diese obere Seite, die wir ja hier auch wieder haben. Also die beiden Seiten und die Höhe. So, noch etwas Farbiges zum Anschauen fürs Auge. Also hier haben wir die Grundseite A. Die ist auch bei diesem Trapez das zweite identische rumgedrehte. Und dann haben wir die obere parallele Seite C. Hier, ich habe auch die Längen angegeben. Und die Höhe ist einfach der Abstand zwischen den parallelen Seiten. Das ist H und das sind 4 cm. Und die Formel für den Flächeninhalt sowie das Beispiel mit diesen Angaben hier schreibe ich dir jetzt auch noch einmal auf. Der Flächeninhalt vom Trapez ist also 1/2 mal die Grundseite des Parallelogramms sozusagen, was wir gebastelt haben, nämlich a plus c mal die Höhe. Manche werden sich jetzt fragen, woher kommt denn dieses 1/2? Die Flächenformel für ein Rechteck oder ein Parallelogramm ist doch nur Grundseite mal Höhe. Ja, wir hatten ja aber zwei Trapeze zusammengelegt. Also ist das hier die Fläche von zwei Trapezen. Deshalb müssen wir das Ganze noch einmal halbieren. Und jetzt setze ich nochmal die Zahlen von unserem Beispiel an. Noch einmal zum Anschauen unser doppeltes Trapez, die Grundseite a plus c und die Höhe. Wir starten also mit der Rechnung. 1/2 mal die eine Seite 3 cm plus die andere Seite war 6,5 cm. Und die Höhe 4 cm. Die müssen wir zuerst zusammenrechnen. Das sind 9,5 cm. Der Rest bleibt hier gleich. Dann habe ich gesehen, ich kann ja viel besser die Hälfte von 4 berechnen als von 9,5. Deshalb habe ich in dieser Rechnung die 4 hier nach vorne gezogen, die Faktoren vertauscht. Das darf man bei einer Multiplikation machen. Und dann weiß ich, die Hälfte von 4 sind 2 cm und dann kann ich hier ausrechnen. Wir haben also insgesamt 19 Quadratzentimeter. Wenn dir das hier mit dem Umstellen zu schwierig ist, kannst du auch Schritt für Schritt so vorgehen, wie die Rechnung sagt. Probiere aus und du wirst sehen, auch auf deinem Weg mit deiner Methode sollten hier 19 Quadratzentimeter herauskommen. Bis zum nächsten Mal.